Le Freunde, willkommen zur Gewinnspielauflösung dieser drei wunderbaren Wunderschnieken Skylanders Imaginators Produkte. Ja, heute werden wir uns drei glückliche Gewinner aussuchen, die meines Erachtens nach würdig sind, diese drei Sachen in Empfang zu nehmen. Und ich muss vorneweg erstmal sagen, ich bin wirklich beeindruckt gewesen, dass so viele Kommentare eingetroffen sind, die sich mit diesem Gewinnspiel beschäftigt haben. Hätte ich nicht gedacht, dass da wirklich so viele langzeilige Kommentare stehen würden am Ende des Tages unter meinem Video. Wirklich krass, wirklich heftig. Da nochmal wirklich Dankeschön an jeden, der einen halbwegs langen Kommentar geschrieben hat oder jeder, der sich für das Gewinnspiel engagiert hat, in was einer Form auch immer. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Also hat mich wirklich sehr gefreut, dass sich da so viele interessiert gezeigt haben und so. Aber am Ende des Tages können ja leider nur drei Leute gewinnen und so leid es mir auch tut, ja. Aber so ist es nun mal. Und jetzt muss ich heute das große, ja, Arschloch sein, dass diese drei Leute raussucht. Und ich will gar nicht so lange machen. Ich will es schnell hochpumpen, das Video. Ich möchte schnell auflösen, damit wir das auch schnell versenden können. Nur vorneweg nochmal wirklich danke an jeden, der einen Kommentar geschrieben hat, welches sich mit diesem Gewinnspiel befasst. Also es ging ja darum, um es noch ganz kurz zu erklären, es ging darum, dass man ein Level beschreiben soll im weihnachtlichen Stile und das in Skylanders Imaginators, und wirklich viele haben, ihr seht es ja gerade hier, das sind richtige Langzeiler, ich bin sowas gar nicht gewohnt eigentlich. Aber bei Gewinnspielen ist es natürlich hier, ganz klar, bei Gewinnspielen, jawohl. Aber trotzdem, wirklich heftig, dass man da so viele Leute zusammengetrommelt hat, die sich interessiert gezeigt haben, hier dran teilzunehmen. Also ich will mal kurz die Fakten raushauen. Es sind über 20 Leute gewesen, die überhaupt Vorschläge gemacht haben. Und von diesen über 20 Leuten, es müssten um die 25 Leute gewesen sein. Einige von ihnen haben zwar einen Kommentar geschrieben, kurz nachdem das Gewinnspiel vorbei war. Da muss ich sagen, dass die Leute dann nicht in die Bewertung mit reingekommen sind, weil da muss man auch fair bleiben. Ich habe ja extra gesagt, noch heute, am Dienstag um 23.59 Uhr, da ist die Deadline. So, und da muss man einfach fair bleiben, auch wenn ich da ein paar schöne Kommentare gelesen habe. Da muss man einfach fair bleiben. Und die Leute halt bevorzugen, die dann wirklich in der Deadline selber den Kommentar geschrieben haben. So, aber trotzdem, von diesen über 25 Leuten, die einen Kommentar geschrieben haben, von diesen 25 Leuten um den Dreh rum, ne? Das waren 15 Kommentare, die wirklich diese Ellenlänge hatten. Zeige ich gerade in die richtige Richtung, ich zeige gerade nach, oder? Ja, ich zeige richtig. Also wirklich, hier, wartet, da. Von diesen Kommentaren gab es über 15, also 15 Stück müssten das gewesen sein. So wie ich gezählt habe, und heftig. Aber, Legias, genug rumlaberisiert. Kommen wir erstmal zum dritten Platz. Ich will es schnell abarbeiten. Und zwar muss ich sagen, dass Racerboys Kommentar mir sehr gefallen hat, weil er nicht nur auf ein Level eingegangen ist. Er hat auch noch den Vorschlag gemacht, ja, das ORC selber umzugestalten. Das ist eine Sache, das ist eine ziemlich gute Idee. Gerade zu Weihnachten, dass man da quasi so ein Weihnachtsupdate raushaut, in welches das ORT weihnachtlich gestaltet ist. Und das ist seine Intention gewesen, dass die ganze Zeit Schnee fällt, wie er schon geschrieben hat, die Gegner rumlaufen, Überraschungsangriffe, dass die Gegner Nikolaushüte tragen. Und ja, ich kann es auch eigentlich vorlesen, aber ihr seht es ja gerade hier, ne? Was eine ziemlich coole Sache ist. Dann ist er sogar, wie ich meine, auch auf die Gegner-Schar eingegangen. Nämlich eine Ratte, die mit Kohle wirft, weil sie zu Weihnachten immer nur Kohle bekam, da sie unartig ist. Das Level, das man erst freischalten muss, ist auch eine gute Sache. Wenn man den Kuchen gebacken hat. Ah, die Kuchenstelle, ich erinnere mich, okay. Würde ich auf einem riesigen Tannenwald, oder würde ich in einem riesigen Tannenwald mit kleinen Hütten machen, auf denen überall Schnee liegt, und im Hintergrund läuft ein Remix von Jingle Bells gemischt mit dem Titellied von Skylanders Imaginators, und das fand ich auch extrem lustig. Die Gegner, die auftauchen, sind nicht nur die besonderen Ratten, die oben beschrieben sind, sondern auch kleine weiße Chompies, und die eine braune kleine Kugel auf dem Bauch haben. Ziemlich coole Sache eigentlich. Dann hat er den Doomländer beschrieben, und da hat er geschrieben, als Doomländer-Klasse würde ich einen Bazookaner nehmen, der die Chompy-Bazooka hat, also die normale und die nicht die vom Chompy-Match. Und da sieht man auch, er kennt sich aus, er wird sich mit dem Spiel befasst haben. Das heißt, ja, ich habe ja gesagt, dass die Leute halt eher den Preis gewinnen, die sich auch wirklich mit dem Spiel auskennen,
die sich mit den Waffen und sowas auskennen, die sich mit Doomländern auskennen. Vielleicht habe ich mich da im letzten, im gestrigen Video ein bisschen unfein ausgedrückt, sodass ich halt sagen wollte, so, ja, ne, nur die Leute mit Skull and Imaginators dürfen gewinnen, ne, alle anderen nicht, ne, ne, ne. Aber ich meine also, es bringt den Leuten ja nichts, diese Produkte zu besitzen, wenn sie das Spiel nicht haben. Ne? Und es gibt auch hier Leute, die haben geschrieben, ja, ich bekomme es erst zu Weihnachten und so. Und da habe ich auch eigentlich drüber hinweg gesehen, alles gut. So, aber zurück zum Doomländer, ja, also er hat einen Bazookaner, ne, mit einer Jumpy-Bazooka und so weiter und so fort, und als Gesicht sollte er aussehen wie Rudolf, sprich eine rote Nase, einem Rentiergeweih und vielleicht noch Lichterketten im Geweih, und das Chaos-Hologramm sollte schreien: Verflucht seien diese Festtage, ich hasse sie, immer Kriege, ich nur Kohlen, deshalb werde ich auch die Festtage vermiesen, ich rufe den Doomländer. Und richtig cool, nach dem Kampf sagt er, Mann, dass er so langsam keine Lust mehr hat zu verlieren und in seiner Festung wartet. In der Imaginator-Kiste bekommt man die Rudolf-Nase und das Geweih. Er hat zwar nicht geschrieben, welche Skills dieses Geweih hätte, also halt die Rudolf-Nase plus das Geweih, hat er zwar nicht die Werte beschrieben, aber ist auch im Endeffekt egal. Und deswegen würde ich sagen, Racerboy bekommt den dritten Platz, das heißt, auch wo er sich hier gerade eben mit Chaos beschäftigt hat, bekommt er von mir diesen schnieken Sensei Chaos. Ich hoffe, du freust dich. Generell, jetzt gerade wohl noch ein paar Zuschauer. Ich hoffe, das Gewinnspiel ist noch nicht zu lang. Ah, geht noch. Okay. Und zwar an die Gewinner. Ja, auch jetzt gerade an Razorboy zum Beispiel. Ich werde euch auf YouTube anschreiben per PN, per so persönliche Nachricht quasi. Eine Nachricht schreiben, wo ich euch quasi darum bitte, euren Namen, also den Vor- und Zunamen, die Adresse, Postleitzahl und Stadt zu vermelden, damit ich quasi dann direkt morgen am Donnerstag zur Poststelle gehen kann, um euch diese Sachen zu schicken. Dann wird das Geschenk, oder da werden diese Pakete jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Weihnachten ankommen, wahrscheinlich erst am 26. oder am, nee, 26. ist ja noch der zweite Weihnachtstag. In der Woche nach Weihnachten werden die Pakete dann wahrscheinlich bei den Leuten ankommen. Ich habe es mir auch ein bisschen schneller vorgestellt, aber wird leider nichts draus. Aber ich denke, das dürfte nicht schlimm sein. Das dürfte kein Problem sein. Also, ne, ich bitte euch, wenn ihr einen PC habt, dass ihr dann wirklich, also wenn ihr YouTube per PC meist bedient und auf dem PC schaut, dass ihr halt dann auf euer Konto geht und in eure persönlichen Nachrichten schaut. Ne? Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, wie man an die persönlichen Nachrichten kommt, guckt in euer E-Mail-Postfach, da müsste eigentlich eine Nachricht kommen, wenn ich euch angeschrieben habe. Also guckt auf euer Google-Mail-Konto, da müsste eigentlich über YouTube eine Benachrichtigung kommen, dass ich euch eine Nachricht geschrieben habe, dass ihr da Bescheid wisst und direkt antworten könnt. Ne? Haltet euch bereit. So, das war der dritte Platz. Der zweite Platz ist etwas weiter oben. Und zwar kommt der Kommentar Thomas W. Mir am nächsten. In welchem er geschrieben hat, ja, er hat es beschrieben mit dem Activision-Team und zusammensitzen und so Weihnachtslevel und so weiter. Da hat er geschrieben, ein überdimensionales Wohnzimmer, und das hat direkt schon polarisiert, weil er etwas geschrieben hat, was, ja, ich würde sogar sagen, fast keiner von ihnen geschrieben hat, nämlich die meisten kamen darauf, ja, Schneeberg, Winterfest habe ich hier und da mal gelesen, und ist ja alles auch schön und gut, und ne, Weihnachtslevel ist ja auch bekanntlich klischeehaft ein riesiger Schneeberg und sonst was, aber er hat das komplett anders gesehen. Er hat quasi einen anderen Blickwinkel geschoben. Er hat gesagt, hey, ein überdimensionales Wohnzimmer, wo der Spieler extrem klein ist und alles andere extrem groß ist. Einen geschmückten Weihnachtsbaum mit Geschenken. Die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum kann man öffnen, wie eine Schatztruhe, nur in Geschenkdesign. Richtig cool. Es gibt Geschenke mit einem Gewinn darin und auch Geschenke mit einer Niete, also mit nichts darin. Auch sehr nice. Na? Und jetzt gleich kommt der Knüller, passt auf, ja, da war ich wirklich ganz cool drauf, wo er das Easter Egg angesprochen hat. Und zwar hat er geschrieben, Moment, wo war ich stehen geblieben, den Raum würde ich wie ein gewöhnliches Wohnzimmer gestalten, also mit Weihnachtsbeleuchtung, ne? Falls ihr euch das nicht vorstellen könnt, das gibt's bei Garry's Mod zum Beispiel, dass man da wirklich ein überdimensionales Zimmer hat, mit, ja, extrem extraordinären und extraorbitanten, ja,
Möbeln. Ne? Extra große Möblierungen und sowas. Das ist richtig krass. Und dann hat er noch geschrieben. Als kleines Easter Egg, genau, habe ich gerade eben ja gesagt, dass er ein Easter Egg beschrieben hat. Er hatte sich gedacht, dass man die Konsolen am Fernseher sehen kann. Das heißt, wenn man jetzt mit einer Wii U spielt, wenn man quasi jetzt mit einer Wii U Skylanders Imaginators spielt, dass, zum Beispiel jetzt auch die Wii U oder halt die Konsole, auf der ihr spielt, dass die am Fernseher angezeigt wird. Quasi wie bei Pokémon, wenn man in seinem eigenen Zimmer ist und... Wenn man in seinem eigenen Zimmer ist und ja, dann quasi sehen kann, hey, da ist eine Wii U-Konsole, da ist eine 3DS-Konsole, da ist eine Switch-Konsole, sonst welche Konsolen. Richtig cool. Cooler Gedanke. Bei den Gegnern würde ich zufallsgenerierte NPCs benutzen, die weihnachtlich bekleidet sind. Die Waffen, die die Gegner haben, könnten Zuckerstangen, Kekse und so weiter sein. Ne? Und auch ziemlich cool passt zum Setting. Der Weihnachtsbaum ist in Stufen eingeteilt. Also muss man, wenn man das Level schaffen möchte, bis zum Stern hinaufkommen. Dazu kann man alle Materialien, die in einem Zimmer zur Verfügung stehen, benutzen. Chaos hat eine Weihnachtsmütze auf und eine Lichterkette umgehangen. Und der Imaginator, der Doomländer, würde ich sagen, meint er damit wahrscheinlich, ist vom Typ Magie. So, mit den Kraftstoffen, mit den ganzen Eigenschaften, Stärke, Rüstung und ihr wisst Bescheid. Ja. So. Ich fand diesen Kommentar so, einzigartig und individuell, dass ich gesagt habe, hey, komm, Thomas, du bekommst von mir dieses schnieke Ding. Der Jingle Bell Chompy Mage. Der ist für dich. Auch da, dir würde ich, ich würde dich auch gern bitten, dass du heute auch mal im Verlauf des Tages in dein PN-Postfach schaust auf YouTube. Falls du das auch nicht finden kannst, weil du keinen PC hast oder weil du es sowieso nicht findest, dann schau am besten in dein Google-Mail-Konto, mit dem du quasi auch hier die Kommentare schreibst, ne, dein Konto, und schau auf die Benachrichtigung. Wenn du eine PN von mir bekommen hast, eine Nachricht von mir bekommen hast, dass du direkt darauf klicken kannst, um zu antworten, ne, weißt du Bescheid. So, der erste Platz ist ein Kommentar, der etwas weiter unten ist, glaube ich. Jaha. Na, aber ich muss auch sagen, es tut mir im Herzen weh, dass ich auch wirklich... dass ich nicht jeden belohnen konnte, weil es gibt so viele Kommentare, die mindestens genauso cool gewesen sind wie jetzt Thomas, obwohl sie jetzt nicht so individuell waren. Da lagen im Endeffekt keine Welten zwischen. Das war die ganzen Kommentare, die meisten Kommentare, die auch wirklich so wirklich ellenlang waren, die haben es mir extrem schwer gemacht, mich zu entscheiden. Aber bei einem Kommentar war mir direkt klar, er bekommt das Ding hier und der Kommentar ist direkt vor uns. Es ist der gute Blockio. Ja, so. Er hat sich extra aus seiner, Abstinenz gemeldet. Ja, Schule hat ihn total gekillt und dann haut er hier so einen Kommentar raus, in dem er quasi auch, was ich gerade eben beschrieben habe, beschrieben hat, dass das Level sich sehr stark an die Winterfeste aus Swapforce orientiert. Ich weiß nicht, was die Winterfeste ist, ich war da noch nie, aber sie soll aus Swapforce kommen. Und auch da lese ich mal ein bisschen vor. Die Stimmung in dem Level, gerade in der ersten Hälfte, ist einfach zu perfekt. Ich würde ins Detail gehen, aber ich will dich nicht spoilern. Vor allem durch den dunklen Himmel. Vom Aufbau her vermutlich eher labyrinthartig wie die alten. Also Adventure und Giants Challenges, in denen es darum ging, Items zu sammeln oder wie in meinem Imaginators Lieblingslevel, der Sternwarte. Natürlich alles vereist, eventuell mit Schneewehen und Stürmen, die einem die Sicht nehmen. Richtig cool. Da kann man das mit der Wii U auch ganz gut erklären, dass die Hardware von der Wii U so dreck ist, dass man die Renderdistanz verringern muss. Aha. Und dazu der Schneesturm. Aber das nur von meiner Seite aus. Wenn ich mich heute ein bisschen etwas kränklicher anhöre, dann tut mir das leid. Ich hatte die letzten Tage Halsschmerzen und das hat sich nicht gebessert. Tut mir leid. So. Die Sicht nehmen. Die Schneestürme rauben einen die Sicht. Also zum Teil ein Puzzle-Level. Gegner eher in gelegentlichen, aber dafür umso überraschenden und heftigen Aim-Brushes. Ich meine das englische Wort und nicht den lieben Ritter-Sensei. An engen Pässen ähnlich den Gong-Kämpfern über einen herfallen. Zumindest im Mittelteil am Anfang und am Ende ist es ein Kampflevel. Als Gegnertypen würde ich viele Zyklopen zum Beispiel. Und das ist das Krasse, was mich da wirklich beeindruckt hat, dass er da jedes Mal einen Link eingefügt hat. Er hat sich die Mühe gemacht,
auf das Skylanders Wikia zu schauen und sich zu, anzugucken, okay, wie können sie sich selber gestalten. Er hat wirklich verschiedenste Zyklopen sich rausgesucht. Coldspear, Cyclops, Cyclops und Sleetthrowers und was weiß ich nicht alles, kenne ich gar nicht. Er hat sich da wirklich die Arbeit gemacht. Die Links? Ja, was heißt die Links? Also die Links einfügen ist halt keine Arbeit, aber er hat sich die Arbeit gemacht, im Wiki zu schauen. So, hey, welche Gegner-Typen will ich da reinnehmen ins Level? Das ist das Krasse. Das hat meinen größten Respekt verdient und er ist auch jemand, der sich wirklich immer einen Kopf macht, bevor er den Kommentar auf Posten drückt. Also er ist sehr, sehr genau, wenn es darum geht. Auch gerade in Skylanders ist er der übelste Weep. Naja. Ich könnte auch noch den Rest hier vorlesen. Das könnt ihr aber selber tun. Ich fand es nur beeindruckend, dass er sich wirklich... ich würde sogar sagen, er hat sich von allen hier am längsten Zeit genommen, um diesen Kommentar zu schreiben. Nicht vom Schreiben an der Tastatur her, sondern vom Aufwand her. Darum geht es mir. Man kann auch für diesen Text 10 Stunden brauchen, um ihn zu schreiben. Wenn man ein bisschen... Nichts gegen dich, Holy. Aber wenn man so ein bisschen, ich sag mal, langsam am Schreiben ist. Ja. Es geht nur um den Aufwand. Und er hat sich hier wirklich den meisten Kopf gemacht, darüber nachzudenken, hey, wie gestalte ich das Level? Ja. So, aber hier wegen Winterfeste und so, ne? Ich habe das wirklich mehrmals gelesen. Ich muss noch schauen. Hier genau, der Brock Lucario hat das schon mal hier und da geschrieben. Mit der Winterfeste und so. Und ich glaube, er war da auch nicht der Einzige, oder? Ich meine, den Block hier und Lucario waren die beiden die Einzigen. Okay. Ich dachte, ich hätte es noch ein drittes Mal gelesen. Aber okay. Blockio, Glückwunsch an dich. Du bekommst von mir diese wunderbaren 8 Kristalle. Wie geil ist das denn? Ja. Ja. Bist du beeindruckt? Ich hoffe es. So, auch dich würde ich bitten, dass du bitte einmal auf deine PNs, auf deine YouTube-PNs achtest. Denn ich werde dich die nächsten Minuten anschreiben, angeschrieben haben. Vielleicht auch schon bevor das Gewinnspiel hochgeladen worden ist. Wir werden es sehen. Haltet auf jeden Fall den ganzen Tag über bitte die Augen offen, dass ich morgen direkt schon zur Post gehen kann und mit euren Adressen in der Hand die Dinger verschicken kann. Das wäre mir sehr wichtig. Ne? Also, Glückwunsch an Racerboy, Thomas W. und Blocky für die 3 Sachen. Es tut mir leid, es konnte leider nicht jeder gewinnen, aber ich... denke, das nächste Gewinnspiel kommt und da sind die Karten auch neu gemischt. Dankeschön für die Aufmerksamkeit, die ihr mir hier bei diesem Gewinnspiel geschenkt habt. Es hat mir sehr gefallen. Auch die Resonanz hat mir wirklich ziemlich gut gefallen. Da waren wirklich Leute dabei, die auch die Ahnung von Imaginators hatten, die das Spiel wirklich haben, die es bekommen werden auch, die es zu Weihnachten geschenkt bekommen werden. Hat mich gefreut, mit so viel fachkundigen Leuten am Tisch zu sitzen. Wirklich. Hat mich sehr gefreut. Ansonsten, ja, das Video ist so scheiße. Es tut mir leid, es tut mir leid. Kurzer Nachtrag. Wenn die Leute, die gewonnen haben, also Racerboy, Blockio oder Thomas, wenn ihr irgendwelche Sachen noch dazu haben wollt, weiß ich nicht. Es gibt ja Leute, die möchten auch Autogramme von mir haben. Ich weiß ja nicht. Wenn sowas auch, wenn ihr an sowas auch interessiert seid, dann schreibt sowas dann auch ruhig dann in den PNs rein, dass ich da Bescheid weiß. Na? Sie wissen Bescheid. Gut, dann würde ich sagen, verabschiede mich von euch. Ich würde sagen, morgen kommt dann auf jeden Fall ein Skylanders Imaginators Video. Ich habe es heute nicht geschafft. Morgen wird eins kommen. Und da werden wir diese wunderbare Skylanders Figur mal unboxen, auspacken. Und es wird, glaube ich, ein XXL-Part, weil ich dann auch vorhabe, hier meinen Imaginator. Ich möchte ihn 3D drucken lassen und das werden wir alles in einem Part machen. Wir werden erstmal Chompy Mage rumlaufen lassen und dann werden wir uns irgendwann auch noch den dem Code widmen, den ich dazu einlösen werde, um mir einen 3D-Druck Imaginator zu erstellen. Das wird cool. Und vielleicht teile ich das auch auf. Mal gucken, wir werden es sehen. Hey Freunde, ich labere schon wieder viel zu viel rum. Es tut mir leid. Aber so bin ich nun mal. Ich habe mich schon immer gehasst. Naja. Für alle, die jetzt nichts mehr von meinem Kanal wissen wollen, weil sie nicht gewonnen haben, es tut mir leid. Aber für euch, frohe Weihnachten und das nächste Gewinnspiel kommt bestimmt. An alle anderen auch,
falls ihr feiert, frohe Weihnachten und man sieht sich die nächsten Tage, denke ich mal, bei Imaginators oder bei anderen Videos. In dem Sinne, macht's gut, haut rein, ciao. Wie beende ich jetzt die Aufnahme, ohne den Blick von der Kamera zu lenken? Es geht nicht. Traurig. Naja, tschüss.